Ja, hallo. Es ist 6:30 Uhr morgens und -6 Grad und ich stehe hier am Kreuz zwischen Frohnhausen und Weidelbach. Im letzten Jahr, in 2020, habe ich mit euch einige Gedanken geteilt zum Palmsonntag. Da waren wir so circa 3 Wochen in der sehr intensiven Phase der Corona-Pandemie. Alle haben darüber nachgedacht, wie das wohl alles so wird und wo das lang geht. Heute, ein Jahr später, stehen wir wieder kurz vor Palmsonntag, eine Woche vor Ostern. Die Fragen, Gefühle und Ängste, die sind noch genauso da wie im letzten Jahr, vielleicht sogar noch schlimmer. Dieses Jahr hat unsere Gesellschaft und uns selbst sicherlich grundlegend verändert. Menschen fühlen sich verängstigt, alleine, perspektivlos. Wo führt uns das alles hin? Was gibt uns Hoffnung? Was gibt uns Perspektive? Was gibt uns Mut? Womit können wir Mut fassen? In der Osterzeit und besonders in der Woche vorher an Palmsonntag werden wir an ein Ereignis erinnert. Da wird ein Hoffnungsträger in Jerusalem empfangen. Unter großem Jubel der Menschen zieht Jesus in Jerusalem ein. Er wird gefeiert, umjubelt, wie ein Popstar. Heute umjubelt, in ein paar Tagen ans Kreuz geschlagen. Wie kann dieser Jesus uns Halt und Perspektive geben? Wie kann jemand, der selbst eine so düstere Perspektive hat, anderen Hoffnung und Aussicht geben? Jeder Wanderer kennt das hier, ein Gipfelkreuz. Und manch einer fängt darüber an nachzudenken, wenn er es sieht, über die Bedeutung dieses Kreuzes oben an der obersten Spitze eines Berges. Ich stehe ja, wie gesagt, hier zwischen Weidelbach und Frohnhausen auf dem Weidenfeld. Nicht wirklich ein Gipfel, aber trotzdem ist das Kreuz hier hinter mir ja doch ein weithin sichtbares Zeichen. Ein richtiger Gipfel wie in den Alpen. Auf diesen Gipfel wird das Kreuz nicht hingestellt, weil vielleicht die ersten Versuche schiefgegangen sind, den Berg zu besteigen und Bergsteiger den Tod gefunden haben. Nein, das Kreuz auf dem Gipfel des Weges ist ein Zeichen des Sieges. An der höchsten Stelle ein Zeichen des Sieges über den Berg. An der höchsten Stelle ist das Zeichen, dass Jesus gesiegt hat über den Tod. Das symbolisiert das Kreuz. Ein begeisterter Bergsteiger wird vermutlich kurz nach dem Ersteigen des Berges den nächsten in Angriff nehmen und dann wieder den nächsten und wieder den nächsten. Ich denke, ein schöner Vergleich für unser Leben. Wie viele Berge gibt es in unserer Lebenszeit, auf unserem Lebensweg? Berge von Schwierigkeiten, Berge der Sorge und Not, von Leid und Schuld, Mühsal und Einsamkeit, gerade jetzt in diesen komplizierten Zeiten. Jesus hat all diese Berge bezwungen für uns. Auf all diesen Bergen steht das Kreuz des Sieges, sein Kreuz. Das kann uns Mut machen, besonders wenn wir auf was Schwieriges zusteuern. Wir kennen ja alle den Ausspruch: Das steht vor mir wie ein Berg. Vielleicht ist das von außen gesehen gar kein richtiger Berg, eher so ein Hügelchen wie hier. Aber das empfindet ja jeder sehr individuell. Was für den einen nix oder maximal ein kleiner Hügel ist, das ist für den anderen ein echter Berg, ein echt hoher Berg, eine Prüfung, eine Operation. Ein schwerer Gang. Situationen im Leben eines Menschen, die stehen manchmal vor ihm und vor ihr wie ein Berg.
Und da ist auch kein Unterschied zwischen denen, die ihr Leben bewusst mit Jesus leben, besonders fromm sind, oder denen, die halt eben nichts mit der ganzen Sache zu tun haben. Der jeweilige Berg, der ist für alle gleich. Der Unterschied, der liegt darin, dass wir als Nachfolger Jesu diese Berge nicht allein ersteigen müssen. Wir haben ihn an unserer Seite. Das gibt Halt und das gibt Sicherheit. Oft gibt es bei so einer Bergtour eine Stelle, bei der es einfach gut ist, wenn man zu zweit ist. Da, wo der Stärkere und Erfahrene besser mal vorgeht und den Schwächeren nachzieht, ihm die Hand reicht, um ihm zu helfen. Wisst ihr, das bedeutet für mich, mit Jesus unterwegs zu sein. Gerade an diesen schwierigen Stellen seine Hand greifen zu können, die Hand, die mich nachzieht. Wenn wir uns an Jesus halten, werden wir auch in den Bergen unseres Lebens nicht scheitern. Denn wir haben ja sein Zeichen des Sieges immer vor Augen. Denn so ein Gipfelkreuz, das ist ja weit und gut immer zu sehen und hilft uns dabei, uns in unserem Leben zu orientieren und damit auf das Kreuz und auf Jesus zu sehen. Mit diesem Siegeszeichen vor Augen können wir die schweren Berge in unserem Leben gut überwinden. Die Frage ist, hat Jesus dieses Zeichen in dein und in mein Leben gesetzt? Dieses Kreuz. Sind wir von diesem Kreuz markiert in unserem Leben? Haben wir das Kreuz als Zeichen des Sieges vor Augen? Als Zeichen des Sieges für die Welt, aber besonders als Zeichen des Sieges für uns persönlich, für unser Leben. Ich war vor einigen Jahren auf einer Konfirmation und da bekam jeder Konfirmand nach der Einsegnung ein Kreuz an einer Kette um den Hals gehängt. Er wurde markiert, signiert. Als Christen sind wir mit dem Kreuz markiert. Wir sind ganz nahe beim Kreuz. Und wenn wir das dann beibehalten, dann können wir vielleicht sogar anderen Orientierung geben auf der Suche nach dem Kreuz. Ich bin sehr oft hier oben zu Fuß unterwegs und vor einigen Tagen sind mir zwei Wanderer begegnet, die auf der Suche waren nach dem Kreuz. Vielleicht 200 Meter von hier, aber genau in die andere Richtung. Und ich habe ihnen gesagt, ihr müsst euch nur einmal umdrehen und in 2 Minuten seht ihr das Kreuz. Und genau so war das. Ein schönes Bild. Einmal komplett rumdrehen, genau in die andere Richtung und vielleicht stehe ich dann manchmal direkt vorm Kreuz. Und so wird das Kreuz hier ein Zeichen mit sehr viel Aussagekraft für unser Leben. Und ein Fixpunkt für Menschen, die ihr Leben ausrichten wollen und auch können. Und eine Erinnerung für das, was Jesus für diese Welt getan hat. Der Einzug nach Jerusalem an Palmsonntagmorgen, die Gerichtsverhandlung, die Folter, der Tod. Aber aus dem Sterben entsteht Hoffnung für das neue Leben. Und Jesus lässt uns Mut für unser Leben fassen. Denn Jesu Weg endet nicht am Kreuz an Karfreitag auf Golgatha. Jesu Weg geht weiter. In wenigen Tagen am Ostermorgen erinnern wir uns, dass das Grab leer war. Der Stein ist weggerollt. Das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Christen in aller Welt rufen sich an diesem Morgen zu, er ist wahrhaftig auferstanden. Für alle Menschen. Der Gedanke daran, die Perspektive darauf, gibt mir Halt und lässt mich Mut fassen. Sonst nichts. In diesem Sinne wünsche ich uns allen,
an Palmsonntag ein nachdenkliches, fröhliches, aber mutiges Zugehen auf Ostern. Nicht nur auf Karfreitag, sondern ganz besonders an den Ostersonntagmorgen. Er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.